I've been all over the world, you know. And I took the finest wine, and I've seen the finest times. But all the pretty girls come from VA, and it's New York and MIA. Then it's PG around my way, so I'm never had to stay away. Wir haben uns gerade Tickets gekauft. Hier ist nichts. Leute, die haben nichts. Nirgends was Englisches stehen, nirgends nichts. Irgendeine Sprache. Du kannst nicht mal an den Automaten irgendwie Sprache Englisch eingeben. Das ist wirklich nirgendwo. Nirgendwo ist Englisch. Nirgendwo. Nicht mal auf den Karten. Ich weiß nicht mal, ob es die richtigen Karten sind. Wir werden sehen. Ich habe meinen Schlafanzug. Ich bin heute Morgen aus dem Bett gefallen. Ich habe meinen Schlafanzug auch drunter. So, wir fahren jetzt erstmal ins Hotel. Dann geben wir unser Gepäck hier ab. Dann gehen wir was frühstücken, weil wir haben noch nichts gegessen. Check-in ist erst später. Leute, wir sind jetzt bei Old Tacos. Wer von euch kennt French Tacos? Leute, French Tacos, best. Die erste Mahlzeit des Tages. Das ist unser Frühstück, French Tacos. Das ist jetzt mein Frühstück. Eins, zwei, drei. Boah, ist das gut. Ich habe mir den ersten Bissen nicht so geil vorgestellt, sag ich ehrlich. Das geht so scharf für mich, Tommy. Leute, guck mal. Hier drin so mit Fleisch, Käse. Are you happy to be in Paris? Oui. Wo sagen oui? Also Leute, wir haben jetzt gegessen. Ich weiß nicht, ob eure Welt gerade so gelb und schön und sonnig aussieht wie meine, aber... Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt spazieren, weil heute Abend ist das Konzert. Und wir können erst um 15 Uhr ins Hotel einchecken, deswegen versuchen wir die Zeit ein bisschen. Totzuschlagen nennt man das. Ja, totzuschlagen. Wie schnell mir das eingefallen ist. Und dann machen wir uns später ready und gehen aufs Konzert. Und morgen steht dann der Städtetrip der richtige an. Was also heute sehen wir noch Fall nicht viel. Noch sehen werdet, heute nach dem Konzert einen fetten Mitternachtssnack. Seid ehrlich, sieht direkt viel besser aus. Man denkt, man ist in Barcelona. Nicht im Regen Paris. Du siehst auch aus wie eine 10 von 10. Sehe ich jetzt aus wie ein Simpson? Leute, Tommy meinte gerade, lass mal ein Boot ausleihen und so fahren. Aber ich sage ehrlich, ich traue uns das nicht zu. Wir sitzen jetzt im Park und hier sind überall Jogger. Also das ist irgendwie so ein Kult hier in Paris, irgendwie joggen anscheinend. Und wir beobachten die und bewerten deren Laufart. Das sieht so witzig aus. Manche laufen wirklich wie voll Idioten. Das ist wirklich, also die laufen so, als würden die jeden Moment hinfallen. Ja, das ist gerade so unser Verdauungsspaziergang. Leute beobachten und deren Runs bewerten. Vielleicht können wir euch gleich einen heimlich zeigen. Tagstress, wie du siehst. Reflex, Respekt, bis zum Ziel. Cheles, Bravo, check Louis V. Viele Kunden waren Tesco. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall zu einer Bäckerei und holen uns so ein paar Kleinigkeiten. Die nehmen wir dann hoffentlich, wenn wir endlich aufs Hotelzimmer dürfen, mit. Probieren die ein bisschen, snacken und machen uns dann fürs Konzert ready. Ja, ich werde erstmal einen fetten Nap machen, das könnt ihr mir glauben. So. Ja, spaziert. Schöne Frau. Dankeschön, Dankeschön. So, wir haben ein... Hast du das gerade angemacht? Das ist automatisch angegangen. Wirklich? Versprochen, hoch und heilig. Aber so. Es passt zum Mut. Hier ist ein kleiner süßer Spiegel. Wir sind jetzt endlich auf unserem Zimmer. Es ist klein, aber fein. Schon süß, das Zimmer. Ja, da haben wir so einen kleinen Sessel. Ein kleines Bettchen. Dann haben wir noch so ein süßes kleines Badezimmer. Also wirklich nichts Großes. Aber es ist ganz süß gemacht eigentlich. Okay Leute, es kommt immer ein Bettcheck. Bettcheck, okay. Eins. Warte, wie springen wir? So. So? Wie denn? Okay. Ja, so. So. Ja, natürlich so. So wie früher Hochsprung. So, okay. Ich konnte das nie. Okay. Eins, zwei, drei. Oh. Oh. Oh, schön. Oh, schön. So, wir machen jetzt einen Nap, bis später.
So, wir waren bei der Bäckerei. Wir haben uns noch ein paar Kleinigkeiten geholt, die wir jetzt snacken. Und darauf freue ich mich. Yes. Die snacken wir, während wir uns fertig machen. Aber wir probieren die jetzt einmal gemeinsam mit euch. Das habe ich einmal ausgesucht. Das ist mit so frischen Himbeeren. Das sieht ein bisschen aus wie diese Macrons oder wie die heißen. Bin ich nicht so ein Fan von. Aber ich erwarte trotzdem viel. Und das ist ein Cheesecake mit, ich glaube, Karamell, ne? So, und dann haben wir noch dieses Schokocroissant mit Pistazie. Darauf bin ich so gespannt. Das sieht so lecker aus. Also da müssen die mir auch was bieten, sag ich dir ehrlich. Das kommt aus Frankreich. Das muss eine 10 von 10 sein. So, was möchtest du zuerst probieren? Den Croissant, glaube ich. Den Croissant? Ist nicht das Croissant? Den Croissant. Der Croissant? Ja, der Croissant. Das Croissant? Niemals! Was redest du? Das Croissant? Meinst du es gerade ernst? Le Croissant. Der Croissant. Das Croissant. Der Croissant. Was willst du zuerst probieren, das Croissant? Den Croissant möchte ich zuerst probieren. Den Croissant. So, ich mach's mal auf. Vielleicht kann man das jetzt satisfying aufmachen, Leute. Okay, wir haben's, wow. Wir haben's nicht satisfying aufgemacht. Spätestens jetzt haben die Leute weggeschaltet. Warum? Guck, so sieht das von innen aus. Wir sind keine Foodblogger. We're trying our best. Okay. So. Also ich finde... Sehr lecker. Es ist... Ich habe es mir flüssiger vorgestellt. Ich hätte es mir irgendwie mehr gefüllt gewünscht ein bisschen. Der Teig ist geil und auch die... So das Innere schmeckt so nicht zu süß, es schmeckt so voll schokoladig. Ich finde die Balance gut, es schmeckt nicht zu sehr nach Schoko und nicht zu sehr nach Pistazie. Ja, es schmeckt so aber auch voll nach natürlicher Schokolade und natürlicher Pistazie. Wow, doch, it's approved. Mhm. Sehr gut. Ich würde gerne das hier probieren. Ich glaube, dass das hier mir nicht schmecken wird, aber ich habe so Lust auf diese, das ist diese Himbeeren gerade. Sieht schon irgendwie gut aus, ne? Aber ich mag Macrons eigentlich nicht, ist einfach nur süß. Ich glaube, schmeckt geil. Auch mit den Himbeeren. Sag noch nichts. Lass dir nichts anmerken. Ich finde, man durchlebt verschiedene Stadien. Sag dir ehrlich, das ist das Beste, was ich je mit Himbeere gegessen habe. Echt? Ich finde, wenn man... Das Beste, was ich je mit Himbeere gegessen habe. Ich finde, die Mitte schmeckt recht gut, aber ich mag den Nachgeschmack nicht, weil ich finde, im Nachgeschmack schmeckt man extrem das hier. Das schmeckt so lecker, Leute. Ich glaube schon mal davon noch welche morgen. Die Himbeeren sind echt geil. Boah, das schmeckt so gut. Ich weiß nicht, warum du davon nicht so überzeugt bist. Was sind das für Himbeeren? Wo züchtet ihr diese Himbeeren? Macron, wo machst du diese Himbeeren? Macron? Als letztes, ist ja voll glibberig. Was hast du dir ausgesucht? Ich liebe halt Käsekuchen, ne? Okay, hier so ein Karamell-Käsekuchen. Sieht aus wie ein Wackelpudding. Es wackelt auch so, guck mal. Seht ihr das, Leute? Seht ihr das? Nicht so aus. Es schmeckt einfach nach einem Karamellpudding. Also es schmeckt nicht schlecht, ne? Ich habe mir viel mehr erhofft. Es schmeckt einfach nach einem Karamellpudding. Du könntest das. Ich finde schon, dass man noch Käsekuchen rausschmeckt. Findest du? Das hat gar keinen Käsekuchen. Aber ich finde es zum Beispiel total nasty, da reinzubeißen, weil es so zu viel glibberig auf einmal. Beißt du rein? Ich glaube, mit Löffel wäre lecker. Ich weiß. Also, es schmeckt nicht schlecht, aber ich habe mir mehr erhofft. Lasst euch sagen, es sind immer die Leute, die sagen, ich bin nicht müde. Ich föhne seit 20 Minuten laut meine Haare. Ich habe Musik auf volle Lautstärke. Und er schläft immer noch. Also, willst du mal kurz unser Setup vorstellen für unser TikTok? Wir drehen gerade ein TikTok, Leute. Einfach.
mit Dings hier. Wir haben so Saugnäpf-Dinger bestellt. Wir hätten das sonst niemals geschafft. Wir haben kein Stativ mit nichts. Das Licht ist auch so scheiße. Wir sind gerade, guck mal, wir haben das drauf gemacht, das ist Katastrophe. But we're trying our best. Jetzt machen wir uns ready fürs Konzert und drehen TikTok dazu, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Leute, ich habe mir Kontaktlinsen reingemacht, meine Augen tränen, deswegen muss ich kurz meinen Kopf über haben. Boah, nee, die sitzen echt nicht nice. Ich habe die von Rossmann gekauft. Kennt ihr das? Die sind da nicht so aufs Auge abgestimmt. Wie ihr sehen könnt, sind wir fertig fürs Konzert. Wir sind nicht mehr in unseren Schlabberlooks. Wir haben ein bisschen geschlafen. Jetzt sind wir ready. Ich zeige euch mal Destinas Outfit. Leute, sie sieht so krass aus. Leute, sieht sie nicht krass aus. Das sind meine Cowboy-Jeans. Sehr, sehr fresh. Ich liebe die Leute. Details. Sag die Leute, hä? Fresh, ne? It's fresh. Ja. So, Leute. Wir gehen jetzt runter. Wir müssen zu unserem Uber. Und wir haben uns ja heute Morgen noch Zugtickets geholt. Wir nehmen aber die ganze Zeit ein Uber. Lieben wir. Lieben wir. Aber Uber chillig, sagen wir ehrlich. Leute, 1 bis 10 ratet unser Outfit in den Kommentaren, okay? Wir warten drauf. Destina hat gerade einfach bei AirDrop irgendeiner Person hier in diesem Hotel so Bilder von uns 15 Bilder von uns geschickt. Hat die Person das angenommen, den AirDrop? Bitte aus diesem Raum raus. Hat die Person AirDrop ich angenommen? Ich weiß nicht, ich hab direkt Flugmodus und alles gemacht. Hogwarts Paris ist in Brand Attack! So, wir sind jetzt gerade vom Konzert zurückgekommen. Und es war wirklich unbeschreiblich. Leute, wir waren bei Chris Brown. Wir waren das ist halt echt auf vielen Konzerten. Wir sind dieses Jahr auch noch auf vielen Konzerten. Aber das war wirklich mindestens Top 3, wenn nicht 1. Neo war so krass. Die Performance war so krass. Ich hoffe, wir können euch irgendeinen Clip zeigen. Ich weiß nicht, wie das mit so richtig gesehen ist auf YouTube. Aber Leute, ich komme nicht klar. Und die Crowd war so cool. Frankreich ist so cool. Ich weiß, wir haben auch gesagt, die sind ein bisschen unfreundlich. Aber die alle waren cool. Alle Leute in diesem Saal waren cool. Wir hatten so eine krasse Sicht. Das ist einfach unglaublich. Ja, wir haben jetzt, ich glaube, 11:30. Wir müssen beide noch Duolingo machen. Und ich denke, dann bestellen wir was mit Uber Eats. Ich weiß nicht, was ich mir bestellen soll. Ich habe keine Ahnung. Es ist so viel Auswahl. So geile Sachen. Ich bin da überfordert. Ich würde am liebsten überall eine Sache bestellen. Leute, wir haben jetzt ungelogen, glaube ich, 20 Minuten oder 25 Minuten später. Ich habe mich jetzt endlich entschieden, was ich esse. Was denn? Wieso erzählst du das der Kamera, bevor du es mir erzählst? Was bestellst du? Ich habe uns so Baobans Burger bestellt. Oh, voll lecker, aber ich habe nicht genug Hunger. Das war eine Aktion, 2 für 1. Das heißt, nur einen bezahlt, aber wir kriegen 2. Er hat normalerweise so 3. Große Burger? Nee, ich glaube, die sind nicht so groß. Aber es sieht fancy aus. Okay. Leute, bevor wir jetzt schlafen gehen, zeige ich euch nochmal kurz hier mein Essen, was gekommen ist. Leckere Burger. Good morning, Ender. Good morning. Wir haben es jetzt ready gemacht. Wir haben aktuell 11.20 Uhr. Wann wollten wir heute los? 10 Uhr. 10 Uhr. Hat natürlich mal wieder nicht geklappt. Ich denke, wir fahren jetzt Richtung Champs-Élysées und Eiffelturm. Damit Tommy mal die richtigen Seiten von Paris sieht. Weil gestern hatten wir nur das Konzert und haben ein bisschen was gegessen, ein bisschen hier in der Area gechillt. Deswegen kommen heute die Touristenattraktionen. Und Food. Sehr wichtig. Ich will viel essen heute. Seid gespannt. Wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Foodtest gibt's auch. Jetzt geht's für uns erstmal los. Wir versuchen heute die Bahn zu catchen statt ein Uber. Aber drückt dafür uns die Daumen. Muss auch die Bahn auf unserer Seite sein, sonst wird's wieder ein Uber. Ja. Wie meinst du? Tommy ist enttäuscht, dass wir von unserem Zimmer den Eiffelturm nicht sehen. Nein, ich habe den noch gar nicht gesehen, von keinem Standort in dieser Stadt aus. Siehst du gleich, ich bring dich dahin. Ja, don't worry, child. So, das sind auf jeden Fall unsere Fits einmal. Die seht ihr auch noch auf TikTok, wenn ihr darauf geht. Auf Chile, weißt du? Einfach auf cool. Lässig. Ich weiß nicht, ob meins so Chile ist. Mein Highlight ist auf jeden Fall meine Schuhe. Die hab ich Tommy geschenkt. Wuhu!
Ich hab Hunger, ich will frühstücken. Es wird Brunch, wenn nicht sogar Mittagessen. Ich hab Bock, weißt du, ob ich Bock hab? Sein Avocado-Toast oder so. Avocado-Toast? Man isst hier groß. Ich hab keinen Bock auf wieder Franz. Guck mal, voll das gute Bild habe ich auch schnelle gemacht, ne? Einfach kurz das Tür rausgefilmt. Leute, wir sind U-Bahn gefahren. Jetzt ist einfach der einfach, Himmel. Wir sind gerade in einem anderen Paris rausgekommen. Der Himmel ist einfach blau. Und guck mal, da ist der Eiffelturm. Da. Nee, da. Wir sind jetzt auf der Champs-Élysées angekommen. Boah, hab ich meine Sonnenbrille getan. Keine Ahnung, warum die wieder Herzinfarkt kurz bereiten wollte. ja, wir müssen jetzt erstmal nach einem Brunch-Spot schauen, ne? Ja, und dann gehen wir vielleicht shoppen. Aber vielleicht. Wir halten es schon am Laufenden. Wir sind jetzt bei Sephora und das ist wirklich Hammer in Paris. Der ist mein so Lieblingsladen. Riesig, das ist so nice. Es gibt alles. Also Destina war natürlich bei Sephora und ist natürlich mit einer Tüte wieder rausgekommen. Zeig euch später, was ich geholt habe. So, ist das eigentlich so eine unwritten Rule, dass man bei Sephora immer was kaufen muss? Besonders wenn man in einem anderen Land ist, dann fühlt sich das an, als wäre es umsonst. Ist es nicht? Was fühlt sich so an? Aber Schneider. Ja, wir sind jetzt in einem Brunch-Spot endlich mal angekommen. Wie viel Uhr haben wir? 13:25 Uhr. Und was haben wir bestellt? Ich habe einen Shakshuka. Das ist so eine Gemüsepfanne mit Ei und so. Und du hast ein Grilled Bacon Cheese Sandwich mit Sweet Potato Fries, ne? Yes, sir. Unser Essen ist da. Hier sind einmal das Grilled Cheese Sandwich mit Sweet Potato Fries und Shakshuka. So, jetzt lassen wir es uns schmecken. Probier mal. Ich dippe so rein jetzt. Ich hab's heiß. Geht so heiß. Ist gut? Ja. Wir haben jetzt gegessen. Wir sagen euch ehrlich, wir waren hier beim Azur Café. Es war so lecker. Es war richtig gut. Was ist dein Essen Overall gesehen. Rating? Ich gebe Overall. Ich bin zwischen 8,5 und 9. Ich gebe eine 9, weil wir haben sogar noch Wasser gratis bekommen. Ich gebe mal 8,5, das war echt richtig gut. Das war wirklich gut, Leute. Also wenn ihr nach Paris kommt und ihr sucht einen Brunch-Spot in der Nähe der Champs-Élysées, geht hier gut. Hin. Ist auch nicht so teuer wie in geht, manch also andere. Wir haben jetzt 15 Euro, um die 15 Euro für das Essen bezahlt. Und das Getränk war, glaube ich, so 5 oder so max. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas, das ging klar. Wir haben jetzt hier einen Nike-Store entdeckt. Das sind die coolsten Schuhe. Das sind die coolsten Schuhe überhaupt. Hier kann man so seine eigenen Sachen designen. Das ist Nike by You. Kann man so Stitches auswählen und so verschiedene Sachen. Voll cool. Und dann erstellen die das hier. So Leute, kurz Update. Wir sitzen jetzt. Wo sitzen wir? Im Jardin des Tuileries irgendwas. Tuileries? Du musst Nein, auf die Toilette, glaube ich. Deswegen. Ich glaube, Tulpen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sitzen wir hier in irgendeinem schönen Garten hier. So einem Park. Im Garten von irgendwelchen fremden Leuten. Wir sitzen im Park, genießen gerade ein bisschen die Sonne, chillen mit den Enten. Die Sonne kommt nämlich immer so im 5-Minuten-Takt raus, aktuell. Deswegen haben wir uns kurz hingesetzt. Und hier gibt es sogar so Sonnenstühle. Seht ihr das? Wir sind wieder im Hotel. Wir haben uns ein paar Sachen gekauft. So, ich zeige euch einmal, was ich mir bei Sephora gegönnt habe, weil im Urlaub zählt das nicht. Das ist dann basically umsonst. Das ist Girl Math. Macht Sinn. Einmal habe ich mir hier diesen Glow Recipe geholt, den Watermelon. Ich habe mir den Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops habe ich mir.
Ich hab mir die... Ey, bist du Analphabet geworden jetzt, oder was? Also, ich hab mir die Watermelon Glow Niacinamide Dewdrops geholt. Irgendwie war das was, was ich mir schon länger holen wollte. Ich bin eigentlich kein Fan von parfümierter Skincare. Ich auch nicht so. Was, keine Ahnung. Aber ich fand einfach, ich habe richtig Gutes dafür, also richtig viel Gutes davon gehört. Deswegen dachte ich mir, muss ich das mal ausprobieren. Und das sieht auch so pretty aus. Ich bin halt auch ein Verpackungsopfer. Und dann war das noch im Sephora ganz vorne bei sowas mit im Trend und so. Und ich war so, ja komm, nehmen wir einfach mal mit. Da hat Marketing bei dir voll zugeschlagen, ne? Ja, wofür studiere ich das, wenn ich das nicht durchschauen kann? Nicht einmal, sondern zweimal, weil du hast ja noch was gekauft. Ich habe mir hier von Fenty Beauty so ein Matchstick geholt. Der ist für die Wangen und die Lippen. Ich glaube, der ist, das ist sowas, was sich an den pH-Wert anpasst und dementsprechend halt rosa ist. Und ich fand es so pretty. Ich stelle es mir im Sommer so toll vor. Ich bin richtig excited, das auszuprobieren. Das Ganze sieht so aus. Dann kann man das hier aufmachen. Also ich finde die Verpackung jetzt nicht so pretty. Aber es ist halt voll toll. Dann haben wir uns hier Cookies geholt von Scoop Me a Cookie, meine ich, hieß das. Das war überall auf TikTok und wir dachten, wir probieren das einfach mal aus. Dann mit drei verschiedene Cookies. Einmal haben wir hier auf den, ich bin so excited, das ist ein Pistazien-Cookie mit dunkler Schokolade. Haben wir noch, hier ist das Triple Chocolate. Also das ist ein Cookie mit allen Arten von Schokoladen. Und zu guter Letzt, den hat Tommy sich ausgesucht. Ich habe da nicht so hohe Erwartungen, aber ich was mag ist das die für Kombi. Einer? Dunkle Schokolade und Meersalz. Das ist einmal der dritte. So, wir fangen mit Pistazie an. Ich zeige euch das Ganze einmal. Boah, das sieht so gut aus. Okay. Okay. Cheers. Cheers. Eins, zwei. Boah. Konsistenz so geil. Boah. Mhm. Ey, ich bin sprachlos. Ich finde, die dunkle Schokolade schmeckt aber eher wie Nutella. Mega. So, jetzt kommt der Triple Chocolate Cookie. Oh, auch richtig lecker. Sieht das schon aus? Ich liebe halt weiße Schokolade. Ich bin halt ein Sucker für weiße Schokolade. Von innen ist halt, da sind, was war, anderthalb Pistazien noch drin, ne? Innen drin. Der ist halt weicher, aber auch geil. Approved. Mm. So, einmal der dritte Cookie. Da habe ich ein bisschen Angst, sage ich dir ehrlich. Du kriegst auch die größere Hälfte. Warum hast du Angst? Ich weiß, das stelle ich mir nicht so gut vor. Okay. Als nee, ist nicht meins. Doch, ich feiere das. Echt? Dieses so, erst kommt so die Schokolade und dann ein bisschen wie bei Erdnussbutter, so das Salzige so am Ende, wisst ihr? So wie bei Reese's, ich liebe das. Nee, ich mag süß und salzig auch, aber in dem Fall finde ich es irgendwie, vielleicht auch, weil ich jetzt an Meer denke und an Fische und ich weiß nicht, das fällt mir gerade nicht so gut. Jetzt ranken wir die, was war dein Favorite? Mein Favorite, Pistachio. Meine auch. 1 bis 10. Pistazien. 9. 10. Der war krass. Der war krass. Besser Cookie, den du gegessen hast. Ja. Okay. Was soll besser sein? Subway Cookies? Okay. Was ist dein zweiter? Tatsächlich Triple Chocolate. Ja, bei mir auch. Guck, war ja obvious. Die, die ich rausgesucht habe, waren die besten. Ja, aber ich fand Triple Chocolate und Meersalz auf einem Niveau. Warum machst du den dann als zweites? Weil der mir gerade ein bisschen mehr getaucht hat. Blabla, ganz viel Blabla und nichts. Ja, ja, ja. So, also ist auf jeden Fall approved, weil ihr nach Paris fahrt und Bock auf Cookies habt. Scoop so. Me a cookie. Jetzt habe ich noch was für Destina. Mogu Mogu. Da sind so Stücke drin, so kleine Stückchen. Ich weiß nicht, ob es Aloe Vera ist. Oder halt so Fruchtstückchen. Ich mag sowas gar nicht. Alles mit so Stückchen und Konsistenz finde ich schrecklich. Es macht Spaß zu trinken. Muss ich ein Stück trinken? Ja, natürlich, musst du auch kauen.
Also, mir schmeckt. Auf gar keinen Fall. So, wir chillen jetzt noch ein bisschen hier und gehen dann später, wenn es dunkel ist, zum Eiffelturm, weil wir den unbedingt beim Leuchten sehen wollen. Und dann gehen wir noch was essen und dann nehmen wir euch auch natürlich wieder mit. Aber jetzt ist erstmal ein bisschen runterkommen angesagt, weil wir sind echt kaputt. Leute, wir sind einfach zufällig am Notre Dame gelandet. So kalt. Erzähl mal, was machen wir jetzt? Wir gehen Burger essen. Aber ich habe auch gar nicht genug Hunger, weil die Cookies liegen mir irgendwie noch im Magen. Und ich hatte auch keine Lust, mir was Fancyes anzuziehen. Jetzt sehe ich so aus. Du siehst cool aus. Was redest du? Ah! Nicht kalt. Ja, deswegen habe ich 3 geholt. So, wir sind jetzt in der Bahn auf dem Weg zum Eiffelturm. Wir wollten aber noch das Essen kurz raten. Wir waren bei Shiso Burger. Aha. Was gibst du denn? Ich sag ehrlich, war ein bisschen enttäuschend. War immer noch gut, aber nicht so krass, wie ich mir erhofft habe. Ja. Ich gebe von 10 Punkten gebe ich eine 7 oder 7,5. Ich gebe eine 7. War gut, Salmon Burger sind halt immer gut, aber für einen Salmon Burger war es nicht so krass, wie wir es erwartet haben. Ja. Wir haben schon besser gegessen. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Ja, und jetzt geht's zum Eiffelturm. Wir sind da, Leute. Ey, ich sag euch ehrlich, der Eiffelturm, der hat eine Aura. Der ist schön, ne? Der ist echt schön, Leute. Der ist gigantisch. Ich dachte mir so, ja, Eiffelturm ist nur ein Turm, aber der ist richtig schön. Das ist so ein schöner Turm, Leute. Seht ihr, wie hoch der ist? Wow! Wow! Ich habe euch gerade unsere View gezeigt. Das ist gerade wirklich einfach nur traumhaft. Das ist wirklich einfach nur traumhaft. Es ist so schön, hier mit diesem Mädchen zu sitzen. Einfach den Ausblick zu genießen. Ich glaube, ich habe echt gewonnen im Leben, Leute. Ich glaube, ich weiß es. Wir haben, by the way, 2 Lieder des Urlaubs. Wir haben immer ein Lied im Urlaub, ne? Ja, ja. Was wir damit verbinden. So, das erste, das präsentiere ich euch. Okay, okay. Das erste singst du. Oh, Champs-Élysées. Da, 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 da. Oh, Champs-Élysées. Da, da, da. Okay, das zweite präsentiere ich, okay? Okay. Je n'ai pas français. Aber bitte red weiter. Egal was, nee. Alles was du so. Das ist unser Anthem und du kannst ihn nicht. Nice an. Damit wir die ganze Paris Experience haben, müssen wir natürlich auch noch ein Crepe essen. Okay, so, Leute. Tommy hat ein Crepe mit M&M's genommen. Nutella und M&M-Stückchen. So kleine zerbröselte. Es gab Erdbeeren. Hä? Geil, ist wie mit Keksen. Und? Was sagt die Frau dazu? Lass mich doch erstmal beißen. Oh. Erdbeeren wären besser gekommen. Aber ich weiß, ob die so frisch wären. Die sahen frisch aus. So Leute, das war's mit unserem ersten Vlog. Wir bleiben jetzt noch im Hotel, lassen den Abend noch ein bisschen ausklingen. Morgen früh geht's dann schon zurück nach Deutschland. Aber wir haben viel unternommen. Sehr viel. War sehr cool. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen das miterleben und euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonnieren. Glocke an. Folgt uns auf TikTok, da laden wir so gut wie jeden Tag was hoch, eigentlich jeden Tag. Folgt uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.